Ja, und bei mir ist, ich habe ihn eben schon vorgestellt, Dr. Volker Best, Politologe von der Universität Bonn. Herr Best, wir wollen noch mal auf das Anfangsthema von Frau Kipping zurückkommen. Die Linken blicken mit Sorge nach Thüringen. Wie sieht es da aus? Wie stehen die Umfragen? Die Wahl ist ja am nächsten Sonntag. Ja, Sorgen, obwohl die Linken in den Umfragen führen. Wir sehen jetzt im Prinzip dasselbe, was wir gesehen haben in Sachsen und in Brandenburg. Die Parteiensysteme werden immer unübersichtlicher oder fragmentierter. Ja, also es sind immer mehr Parteien dabei. Die Stärkeverhältnisse der Parteien gleichen sich tendenziell an. Es ist immer unsicherer, wie dann am Ende eine Koalitionsbildung aussehen kann. Und wir haben in Sachsen und in Brandenburg gesehen, und wir sehen es jetzt auch in Thüringen, dass das auf den letzten Metern dem jeweils amtierenden Ministerpräsidenten hilft, weil sich viele Wähler einfach sagen, okay, an irgendwas kann ich mich ja dann festhalten. Also die Person, die kenne ich jetzt halt schon und die hat das nicht so schlecht gemacht und dann wähle ich eben die Partei. Dennoch haben die Linken eben Sorge, weil es für eine Neuauflage Rot-Rot-Grün ein bisschen knapp aussieht. Also da könnten dann so die entscheidenden Stimmen fehlen, um dann so eins, zwei Sitze, sagen Prognosen, dass die eben fehlen würden, um eben Rot-Rot-Grün wieder neu aufzulegen. Und ja, es könnte so ausgehen in Thüringen, im Unterschied zu Sachsen und Brandenburg, dadurch, dass eben die Linke dann die stärkste Partei werden würde und aber gleichzeitig eben auch hier eine starke AfD damit zu rechnen ist, dass eventuell diese beiden Parteien zusammen eine absolute Mehrheit hätten. Das heißt aber, dass im Prinzip Kein Bündnis möglich. kein Bündnis möglich ist, weil die AfD, da will niemand mit koalieren von den anderen Parteien. Und die Linke, da will jedenfalls die CDU, wehrt sich mit Händen und Füßen. Die Linke wehrt sich auch mit Händen und Füßen mit der Das wäre eine CDU ungewöhnliche Koalition, zusammenzugehen. Also das ist eben dann schwierig, ne? Also in Sachsen und Brandenburg, da konnte man dann oder ist man ja dabei, jetzt so ein Kenia-Notbündnis, also Große Koalition plus Grüne, und dann reicht es halt so knapp. Das ist Wie in steht es um Thüringen die nicht drin. AfD in im Land des Björn Höcke? Ja, sie ist eben auch da, obwohl eben hier noch stärker als in Sachsen und in Brandenburg eben der rechtsextreme Flügel sehr dominant ist. Das schadet ihnen eben überhaupt nicht beim Wähler, sondern sie erfreuen sich da regen Um die Zuspruchs. 25, 24%, 20%, Ja, es ist irgendwas ein das sind die bisschen Umfragen, ne? runtergegangen in den letzten Ja. Umfragen, aber immer noch so 20, 22 Prozent für die AfD, die eben mit Björn Höcke eben regelmäßig Signale nach ganz rechts setzt, Was die Wähler nicht verschreckt. was die Wähler nicht verschreckt, nein. Hm.